Naja, eine zugegebenermaßen ein bisschen widerliche Aufgabe. Also für diese Funktion ist mal in dem Intervall von 0 bis 4 die Graphenlänge zu ermitteln. Mal ganz kurz, ich habe mal den Graphen schnell von Google zeichnen lassen. Wenn man da ganz einfach oben die Funktion eingibt, dann kann Google das. Neuerdings, weiß ich nicht, seit einer ganzen Weile. Und guckt mal, man kann hier, ich möchte jetzt aber nicht verstellen, man kann jetzt hier, oh ja. Jetzt verstellt er sich schon. Wenn ich hier auf 4 gehe, ergibt sich schon ein Y-Wert ungefähr von 27, 28. Ungefähr, kann man also schön abfahren. Der Graph, der scheint hier sehr flach zu verlaufen. Das stimmt aber nicht. Wir dürfen nicht vergessen, was das für eine Skaleneinteilung ist. Also der läuft schon steil ab, wie bei der E-Funktion auch üblich. So, aber wieder zurück. Wenn ich mir das jetzt so klar mache, da muss ich mir hier wirklich eine 27 einmalen. Das kann man ausrechnen. Schnell mal einen Taschenrechner eintippen und zwar einfach den ganzen Kram zusammenzählen und die entsprechenden Werte eintippen und dann kommt man auf sowas. Und dann haben wir ein Steigungsverhältnis von 4 bis zu 26. Ne? Und ob ich das jetzt einsetze in eine Wurzel, es wird ein bisschen mehr als 26 Länge rauskommen, schätze ich mal. Warum 26? Wir dürfen nicht vergessen, dadurch, dass sich die beiden Funktionen überlagern, ergibt sich zwar ein Halbmal, aber normalerweise gehen sie durch den Punkt 1 auf der Y-Achse, aber die addieren sich beide, also habe ich zweimal den Punkt und davon die Hälfte. Egal, das wäre die geschätzte Länge. Ich mache jetzt Pause und schreibe mal wieder ein paar allgemeine Dinge auf und ihr schreibt euch schon mal, macht euch schon mal Gedanken, was dann passiert. So, jetzt war ja der zweite Teil. Wir sollten das Ding auch genau ausrechnen. Die Schätzung dient dazu, ob wir dann wissen, ob wir genau gerechnet haben. Hier die allgemeine Formel, hier die Ableitung davon. Die Ableitung ist nichts Besonderes. E hoch x abgeleitet, e hoch minus x abgeleitet. Da kommt ein Minus vor das e, ansonsten e hoch minus x bleibt stehen. So, jetzt setze ich das ein. Achtung, ich habe nochmal rote Klammern hoch 2, dürfen wir dann nicht vergessen, rumgemacht. Und das große Wurzelzeichen. Das werden wir aber später anders umschreiben. Wenn ich das jetzt hier habe, ja, hier könnte man die binomische Formel anwenden, aber die 1/2, die würde ich mal ausklammern. Ich mache mal kurz Pause, klammert das 1/2 mal aus. Achtung, das wird quadriert, muss ein Viertel draus werden. Macht's mal, ich mache Pause, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr habt es genauso. Und jetzt machen wir es mal gemeinsam. Ihr könnt es euch hier angucken und das Video vorher anhalten. Ich schreibe das ganze Ding mal mit Klammern und werde mit der zweiten binomischen Formel diesen Ausdruck hier, die e hoch x und so weiter, mal entsprechend auseinander klamüsern, damit wir dann besser aufleiten können. Es wird sowieso noch spannend, aber naja. Also, das Ding, das schreibt man am sichersten erstmal, ich meine jetzt die Wurzel, außen hin, damit man die nicht vergisst und schreibt hoch 1/2 an. So, jetzt ist das Thema erledigt. Die 1, die schreiben wir ab und jetzt 1 Viertel plus 1 Viertel mal und jetzt setzt trotzdem die Klammer, obwohl wir jetzt die binomische Formel hier drin anwenden. E hoch x mal e hoch x ist e hoch 2x, ne? Jetzt kommt es ein bisschen verrückt. Minus dürfen wir abschreiben. 2 mal, ich werde hier oben Link anfügen, wie das mit den binomischen Formeln am besten geht. 2 mal und jetzt e hoch x, e hoch minus x. Und jetzt nochmal minus mal minus ist plus, plus 2, pardon, plus e hoch minus 2x. Ja, ist ein bisschen gedrängt jetzt. So, und jetzt gucken wir uns diesen Ausdruck mal an. Was bleibt mir übrig? E hoch x mal e hoch minus x. Etwas mal etwas, also e hoch x mal e hoch minus x. Minus x heißt ja, das könnte man so schreiben. Das hier ist das e hoch x, das bleibt auf dem Bruchstrich. Und das hier rutscht unter den Bruchstrich. Und schon haben wir die ganze Sache gekürzt, nämlich durch e hoch x bleibt eine 1. Also bleibt hier stehen minus 2. Die lassen wir stehen. Diese Klammer machen, diese Klammer machen und der Rest steht hier noch drin. Denn das 1 Viertel muss da auch hin. Das ist jetzt Spielerei. Wenn ich das jetzt hier so hinschreibe, weiß ich. Aber das soll nochmal veranschaulichen, was mit diesen entsprechenden Termen passiert. So, hier wieder die äußere Klammer nicht vergessen, das 1 plus nicht vergessen. Wenn man das schön untereinander schreibt, sieht man schön, ob man was vergessen hat. Auch das hoch 1/2 sieht man dann,
wäre vergessen worden, das Integral von 0 bis 4 ruhig dazu schreiben. Nicht einfach weglassen, auch nicht das L ist gleich weglassen, schadet nicht. So, blöderweise haben wir es wieder mal mit einer verketteten Funktion zu tun und ich lasse das Ganze jetzt mal einzeln zu erklären. Hier nochmal gucken, ich muss die Substitution anwenden. Ich habe in diesem Fall mal aus Faulheit Wolfram Alpha bemüht und kriege folgenden Ausdruck raus. Ich mache Pause und schreibe den erstmal hin. Keinen Schreck kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr mit einem numerischen Taschenrechner, also entsprechenden Taschenrechner rechnen könnt, dann könnt ihr das auch so. Also, ich schreibe jetzt mal die Lösung dafür erstmal auf. Nicht wahr? Das ist ein widerlicher Ausdruck. Das ist aber mit der Rechnerei gar nicht mal so schlimm. Ich schreibe jetzt mal obere minus untere Grenze, setzt den ganzen Kram ein, mach nochmal Pause. Ihr könnt es ja auch machen und dann sehen wir uns wieder. Habt das genauso hingeschrieben? Schreiben schadet nicht, das hält den Kopf frei. So, wir gucken uns jetzt mal bloß hinten den hinteren Term an. Das war ja von der unteren Grenze, die war ja 0. Guckt mal hier, e hoch 0, ich mache das mal in blau. E hoch 0, etwas hoch 0 ist 1. 1 minus 1 ist 0. Also, das hier insgesamt, dieser Term ist 0. Ich mache mal eine EDV 0 raus. Jetzt kann ich mir den ganzen Quatsch hier sparen. Ich weiß, 1 plus 1 plus 2 ist 4, Wurzel ist 4. Das brauche ich gar nicht mehr zu rechnen. Ich muss bloß gucken, ob hier unten nicht irgendwie eine 0 entsteht, aber das kann auch nicht passieren, denn das ist ja auch 1. Okay. Der ganze Term ist 0,5 mal 0 und dann egal, was dahinter steht, durch was da drunter steht, ist 0. Also das können wir uns hier hinten schenken. Und der Rest ist leider Tipperei. Gut, wenn ich also diesen ganzen Kram wirklich eingetippt habe und sauber eingetippt habe und ich weiß ja, was ungefähr rauskommen muss, um die 26, dann habe ich rausbekommen 27,897. Ich habe schon auf 7 gerundet. Längeneinheiten, das wäre die Länge dieses Graphen. Naja, hat gepasst, ne? Wenn wir nochmal gucken. Na, komm. Wo ist er? Eieiei. Wir hatten es ja hier so ungefähr abgeschätzt. Ungefähr so lang muss er werden. Also wenn man das so weit hinbekommen hat und dann weiß, okay, das muss um die 26 sein. Der Wert passt ganz gut dazu. Da müssten wir wohl genau genug gerechnet haben. Ich hoffe, euch hat dieses widerliche Video dazu gefallen. Aber ich wünsche euch viel Spaß beim Üben, Studium und. Mathe ist cool, finde ich. Macht's gut, tschüss.